Schocknachricht in Großbritannien. Die Krebserkrankung von Prinzessin Kate sorgt im Vereinigten Königreich für eine Welle des Mitgefühls. Die 42-jährige Frau von Thronfolger Prinz William hat ihre Diagnose am Freitag in einem Video bekannt gemacht. Demnach wurde der Krebs nach ihrer Bauchoperation Mitte Januar entdeckt. Kate unterzieht sich nun einer Chemotherapie. Es war ein Schock. Ich meine, wir haben uns alle gefragt, was los ist. Und dann zu hören, dass es um das schlimmste Szenario geht, das ist sehr traurig. Es ist schockierend, um ehrlich zu sein. Sie ist ja noch so jung mit ihrer jungen Familie. Mein Mitgefühl für ihre Familie. Hoffentlich wird sie wieder gesund. Das Weiße Haus erklärte, die Gedanken der US-Regierung seien mit der Herzogin von Cambridge und ihrer Familie in dieser, so wörtlich, so unglaublich schwierigen Zeit. Genesungswünsche kamen auch von dem mit seiner Familie zerstrittenen Prinz Harry und seiner Frau Meghan. König Charles III. Erklärte, er sei stolz auf Kate, die mit der Bekanntgabe ihrer Diagnose Mut bewiesen habe. Erst im Februar hatte der Buckingham-Palast bekannt gegeben, dass auch der 75-jährige Monarch an Krebs erkrankt ist.